Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Wessis Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, wie jedes Mal. Carlo Jesse, hallo Carlo. Carlo, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Tausend Sasser rührt in allen Töpfen. Unglaublich spannende Themen, die wir haben. Wie geht's dir heute, Carlo? Gut, also danke erstmal für die Einladung und freue mich, dass wir uns ein bisschen zusammen austauschen können. Ja, wir kaufen dein Auto.de. Ist der große Wettbewerber. Wir kaufen ihr Auto.de. Ist dein Kind. Es gab vorher eine Geschichte in Amerika auch noch, wie Buy Your Car, glaube ich, Ja. .com. Wie bist du zu Autos gekommen? Ja, eigentlich die Familie ist schon seit eh und je in der Branche unterwegs. Also ich bin die dritte Generation. Großvater, Vater hatten schon immer Benzin im Blut, Motorsport betrieben, also schon immer sehr viel Identifikation mit dem Produkt. Hobby, Leidenschaft und Beruf, waren da also immer schon sehr nah beieinander. Und somit war ich natürlich seit Kindesbein ab an mit Autos eben in Kontakt. Und ja, Und dementsprechend. korrekte Sprache, Benzin im Blut, hättest du auch Diesel im Blut sagen können, Richtig. Also das ist ja eigentlich von Kindesbein ab an war ich damit im Kontakt und habe da eigentlich auch die Leidenschaft für. dann hast du irgendwann mal das Autohaus deines Vaters übernommen, aber nicht einfach weitergemacht, sondern bist dann mal ein bisschen ins Ausland gereist. Genau, das war eigentlich ein klassisches Autohaus, so wie man das eigentlich kennt. Werkstatt, ganz früher in den Anfangsjahren war es mal eine Tankstelle. Mit so einer Waschhalle und zwei Hebebühnenarbeitsplätze, was ja früher irgendwie viel gab. Und das wurde von meinem Vater dann eigentlich schon so weiterentwickelt. Aber war immer tatsächlich also noch ein klassisches, traditionelles Autohaus, was primär so den lokalen, regionalen ba Markt bearbeitet hat. Das habe ich zu dem Zeitpunkt dann auch übernommen oder die ersten 2 Jahre noch zusammengearbeitet. Aber mir fehlte da so ein bisschen irgendwie die Vision. Also es war etabliert seit Jahrzehnten, aber es war irgendwie keine große Skalierung drin und die habe ich erstmal nicht gesehen. Und Ja, ja. Thema Vision. So habe ich dich kennengelernt. Visionärer junger Mann. Du bist nach Amerika gegangen, hast ein Programm, einen Wettbewerb gewonnen, durftest 6 Monate auf Staatskosten da sein, im Silicon Valley. Was hat das mit dir gemacht und wie kam das dann zu We Buy Your Car? Ja, also Basis war wie gesagt das Kerngeschäft, was ich irgendwann mal von meinen Eltern übernommen habe. Und wir haben schon eh und je, eigentlich auch schon 70er, 80er Jahren, haben wir Fahrzeuge von Werksangehörigen aus BMWs aus München, Mercedes aus Stuttgart sehr viel zugekauft. Früher war es so, dass sie in der Süddeutschen Zeitung, wenn man sich noch daran erinnern kann, die Samstagsausgabe, da war also wirklich 20, 30 Seiten, waren da klein gedruckt, extrem viel Inserate. Goldene Zeiten für Zeitungen. Da gab es noch Immobilien, Ja, Autos und Stellenanzeigen. richtig. Also da haben wir dann die Fahrzeuge rausgesucht. Dann hat man das Fahrzeug beim Kunden entsprechend dann abgeholt, zu dem Betrieb geholt und das haben wir eigentlich digitalisiert. Wir haben also eine Plattform gebaut, wo dann theoretisch auch Werksangehörige oder Privatkunden halt die Daten von ihrem Auto eingeben können. Und ohne große Telefonate und hin und her geben wir halt eine sofortige Bewertung für das Auto und einen Angebotspreis. Und der Kunde kann das dann online eigentlich annehmen und innerhalb von 24 Stunden holen wir die Fahrzeuge europaweit ab. Wo kommt dein Hang zur Digitalisierung her? Bist du Programmierer, Entwickler? Also Hintergrund ist BWLer. Also bei mir war es immer so, dass ich ja die Geschäftsideen oder die Geschäftsidee oder den Prozess irgendwie hatte und haben uns dann von extern eigentlich ITler reingeholt. Da habe ich tatsächlich selber die Programmierung gemacht. Also wir haben angefangen mit einer ganz normalen Landingpage, um einfach mal so ein MVP, so ein Minimalprodukt einfach zu bauen, haben dann Google Ads geschaltet und hatten dann eigentlich ab Tag 1 hat man dann schon so Traktion und haben das dann über die Monate und Jahre dann immer weiterentwickelt. Also warst du quasi mit einer der ersten Stunde in diesem Ja, Bereich? in dem Bereich waren wir tatsächlich so die Ersten und du hattest den Wettbewerber auch schon mal angesprochen. Bei denen ist es so, dass die deutschlandweit Bewertungsstationen haben. Das heißt, der Kunde muss zu der Bewertungsstation hinkommen. Dort wird dann ein Gutachter erstellt. Und bei uns ist es so, dass wir das Fahrzeug erstmal eine Preisbewertung online machen. Das ist da auch der Fall, aber dass wir dann zum Kunden hinfahren. Wir haben also eigentlich einen Schritt in der gesamten Wertschöpfungskette oder in der Prozesskette haben wir nochmal rausgenommen. Und somit ist es für den Kunden halt nochmal einfacher, sein Auto zu verkaufen. Also Service, Ja. ein Service-Schritt, der natürlich gut ist für den Kunden, natürlich auch ein bisschen Geld kostet. Kann man als
So klein seid ihr nicht, aber kann man als kleiner Mittelständler gegen so einen großen Giganten, wo Konzerne hinterstecken, bestehen? Gibt es die Chance? Ja, also wir haben, klar, also der Wettbewerber ist komplett Risikokapital durchfinanziert, haben also mehrere Finanzierungsrunden gemacht. Wir haben das organisch aufgebaut, wirklich mit eigenen Mitteln, haben das dann über die Jahre halt immer weiterentwickelt. Haben natürlich Partnerbanken, die das ganze Geschäft mit uns betreiben, aber kein Risikokapital. Das heißt, wir sind noch 100% Eigentümer der Firma. Und ja, Google, Online-Werbung sei Dank. Es gibt also viele Lead-Generierungskanäle, also nicht nur die Online-Kanäle. Wir gehen auch proaktiv, gehen wir raus an private Autoverkäufer, die zum Beispiel ihre Fahrzeuge über Mobile und Autoscout platzieren. Das heißt, wir hebeln eigentlich die Transparenz im Markt. Also es sind circa durchgängig 500.000 Fahrzeuge pro Tag, die halt zum privaten Verkauf stehen. Das heißt also, ja, also es ist ausreichend Potenzial für mehrere Player da. Wenn ich dich, so wie ich dich kenne, als Visionär, rein der deutsche Markt oder hast du auch einen europäischen oder weltweiten Markt gedacht? Also wir haben dann, du hast es ja kurz erwähnt, wir haben beim Businessplan-Wettbewerb vor 5 Jahren teilgenommen. German Accelerator heißt das Programm. Das heißt, die Bundesregierung sucht Startups in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Stadien, die vielversprechend sind und haben uns die Möglichkeit gegeben, für ein halbes Jahr in Silicon Valley zu gehen. Aus dem halben Jahr ist dann in unserem Fall sind 2 Jahre geworden, weil wir konnten die Mentoren überzeugen, halt in die Firma einzusteigen. Das heißt, wir haben Business Angels generiert, dann wurden wir mit einem amerikanischen Unternehmen in Kontakt gebracht und wir haben dort haben wir einen Merger gemacht und haben uns mit einem amerikanischen Unternehmen zusammengeschlossen. Dann haben wir es 2 Jahre gemeinsam aufgebaut und habe es dann an einen Amerikaner, Ian Smith, also meinen Co-Founder quasi von der amerikanischen Firma, habe ich es abgegeben. Er betreibt das da operativ und ich bin zurück nach Europa. Es läuft also immer noch? Ja. Irgendwo habe ich dich mal gehört bei so einer Fuck-Up-Night. Richtig, da haben wir auch mal teilgenommen. Vielleicht kurz zur Erklärung: Fuck-Up-Nights, man setzt irgendwas in Sand und erzählt drüber, anstatt den Kopf in Sand zu stecken. Was war das? Ganz zu Beginn haben wir eine andere Online-Plattform mal angedacht, die hieß Neuwagen vor Ort. Idee war, dass Neuwagenkunden, normalerweise geht man ja so zu seinem lokalen Händler, dass Neuwagenkunden eigentlich ihre Konfiguration online machen, dass dann diese Konfiguration an die 5 nächstgelegenen Vertragspartner halt automatisiert gesendet werden. So, da haben wir absolutes Lehrgeld bezahlt in der Form. Wir haben also 2 Jahre das Produkt entwickelt. Man kann sich ja vorstellen, wir haben diesen Konfigurator gebaut. Dann haben wir diese auf Basis von Geodaten, diese automatisierte, umkreissuchenbasierte Anfrageversendung an die Händler. Ne? Das muss ja, war alles auf Skalierung ausgelegt. Also haben uns zu Tode programmiert. Gott sei Dank, sehr viel Zeit und Geld in Entwicklung gesteckt. Und das ist ja keine 0815-Entwicklung, die du gerade ansprichst. Ja, also da haben wir eine Zahl, also ich glaube, es war Minimum 100.000 Euro, die wir da eigentlich versenkt haben. Plus viel Zeit. Plus viel Zeit, sind dann an den Markt gegangen. Wir haben zwar im Vorfeld schon Umfragen gestartet. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die Vertragshändler hat sich im Nachhinein rausgestellt und hat gesagt, wir brauchen diese Anfragen nicht. Der Kunde, der bei uns ein Auto kaufen will, der soll bei uns in den Laden kommen. Inzwischen gibt es eine Plattform, die es halt ähnlich macht. Aber wir haben eigentlich die Reißleine gerissen, weil wir gesagt haben, so, das ist uns einfach zu kompliziert. Also wir haben 15.000 Vertragshändler allein in Deutschland und mit allen im Prinzip rumzueiern und Überzeugungskraft zu leisten. Und dann haben wir es halt abgeändert halt auf den Gebrauchtwagenmarkt. Daraus, also im Prinzip war es ein Pivot, ne? Wir sind also einfach gewechselt, sind dann da und haben gesagt, ich will eigentlich nie wieder eine Firma aufbauen, wo ich halt abhängig bin von anderen Stakeholdern, von anderen Partnern. Ja, sehr gute Strategie. Gemacht. Ja, sehr cool und ich bin so sicher, du machst das noch lange. Ist auch nicht dein einziges Geschäft, weil Carlo wäre nicht hier, wenn er nur eindimensional oder zweidimensional wäre, sondern ihr habt schon sehr früh, seit der eingestiegenen Markt, Co-Living. Kannte man hier früher gar nicht. Co-Living Space, seit 7 Jahren bist du dabei. Was machst du da? Wir haben vor 7 Jahren angefangen, also bei uns in der Region im Tecklenburger Land gibt es ein Comenius-Kolleg. Comenius-Kolleg ist eine Schule, die einen kirchlichen Träger hat, die junge Leute aus Deutschland, aber primär aus Südamerika,
hier hinholt, die hier in Deutschland ihre Fachhochschulreife nachmachen können, um dann hier potenziell an der FH oder Uni studieren zu können. So, und diese Personen sind zwischen 6 und 24 Monaten hier. Es kommen jedes Jahr kommen ca. 400 Schüler und die brauchen möblierte Zimmer, so wie man das in den Unistädten Münster, Hamburg, Berlin halt so schon lange kennt, eigentlich so die moderne WG. Nur dass der Unterschied ist, dass die halt von ihren Eltern mit 16, 17 Jahren halt hingeschickt werden, mit dem Flugzeug, nichts haben. Und da kam irgendwann mal eine Anfrage oder wir haben den Bedarf entdeckt und haben dann klein angefangen, dass wir eine Wohnung abgeändert haben und haben die dann aufgesplittet in einzelne Einheiten, haben die möbliert. Die haben einen Community Manager, haben halt eine Flatrate für alles, haben eine wöchentliche Reinigung und so geben wir denen die Möglichkeit, dann hier zu studieren. Und da es halt ja, 400 sind, haben wir das über die ganzen letzten Jahre aufgebaut und haben jetzt insgesamt 120 Einheiten, wo Schüler, aber auch Monteure, EU-Arbeitskräfte, es gibt also sehr viele Monteure, EU-Arbeitskräfte eigentlich aus Rumänien, Bulgarien, die hier in Zeitarbeitsfirmen oder bei großen Mittelständlern wie Koppenrad, Gerhardi und anderen arbeiten, die eigentlich auch kleine Wohneinheiten brauchen und vor allen Dingen bezahlbaren Wohnraum. Die können in der Regel nicht 500, 600, 700 Euro Miete zahlen. Bei uns zahlen die 390 Euro, Flat, alles inklusive, möbliert, Reinigung und all das. Und das wird sehr gut angenommen. Hört sich für mich nach einem genialen Konzept gerade für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, die auch mal gerade zu einer Firma wechseln, aber den Standort jetzt nicht direkt von Osnabrück nach Emstetten oder in Böen wechseln wollen. Denkt ihr auch in die Richtung für die Zukunft oder sagst du, 120 Einheiten sind erstmal genug? Ja, wir bauen das halt jetzt tatsächlich immer weiter auf, weil es gibt neben diesen Schülern halt, klar, das ist begrenzt, also 400, ich hatte es gesagt, aber auch diese Transferarbeitskräfte aus ganz Europa, Schüler, Studenten, Singles potenziell auch, die vielleicht irgendeine Lebensveränderung haben. Also dieser Bedarf nach zum einen bezahlbarer Wohnraum und kleiner Wohnraum, der ist halt extrem groß. Spannend. Einmal das Betongold, einmal die alte Automobilität und dann ist jetzt letztes Jahr müsste es gewesen sein, nochmal Coworking dazu gekommen. Du hast einen eigenen Coworking-Space in Büren, sehr schön, aus dem Autohaus, sehr chillig und ja, sehr cool, muss ich sagen. Wie bist du dazu gekommen? War das einfach nur die Fortsetzung von Co-Living, eigentlich Coworking oder war was anderes dahinter? Ja, eigentlich könnte man das ja so sehen, aber es war tatsächlich ein anderer Zufall durch unseren USA-Aufenthalt, den wir halt mit Wir kaufen ihr Auto gemacht haben, also durch die Zeit im Silicon Valley, kamen wir in Kontakt mit NRW Invest. Also NRW Invest ist ja die Gesellschaft, also jedes Bundesland versucht, Auslandsinvestments entsprechend in das entsprechende Bundesland zu holen. Bayern nach Bayern, NRW nach NRW. Und NRW Invest hat verschiedene Offices weltweit. Ein Büro war tatsächlich in einem Coworking Space, wo wir wiederum in Redwood City auch waren. Und die deutsche Community kennt sich natürlich da untereinander und bin dann dort in Kontakt gekommen, dass diese Initiative, also Digital Hub, es werden also 6 Digital Hubs, gibt es schon seit 5, 6 Jahren in ganz NRW. Und vor 2 Jahren hat das Ministerium entschieden, dass man halt die Region weiter digitalisieren möchte und entsprechende Satelliten um die Hubs aufbauen. Und fand ich natürlich super spannend und habe da dann gesagt, okay, ja, wir können ja sowas bei uns in der Region im Tecklenburger Land an Münster angedockt aufbauen. Und dann kam im letzten Jahr, gab es die Möglichkeit, ein Autohaus, wo sich der dortige Pächter irgendwie verändern wollte, beziehungsweise der Eigentümer, das konnten wir erwerben und haben das dann komplett umfunktioniert in einen Digital Hub. Also auf 900 Quadratmeter haben wir mit Containerarchitektur und Industriedesign, also verschiedene Mikro-Offices, Private Offices, Shared Offices und das Land NRW ist Ankermieter von diesem Objekt. Das sagt nur jemand, Reisen bildet nicht. Reisen bildet und Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat. Also perfekt zusammengelaufen, richtig? Ja, es war zwar nicht geplant, aber wie es dann häufig so ist, also man kann auch Zufälle erzwingen eigentlich, indem man sich einfach öffnet, reist, spricht, macht, netzwerkt und dann war auch vielleicht ein Quäntchen Glück dabei. Das Timing war irgendwie auch ganz gut. Viele Dinge zusammengekommen und dann haben wir das gemacht mit der Zielsetzung, eigentlich so die optimale Arbeitsumgebung zu schaffen und das Thema Digitalisierung halt im Tecklenburger Land einfach weiter zu forcieren. Es ist eine Plattform für Kollaboration. Wir wollen also Mittelständler, kleine Firmen, große Firmen, Kreative, Querdenker zusammenbringen. Also wir machen Veranstaltungen,
wir ermöglichen Startups oder Freelancern weg vom Homeoffice, also wieder in einer großen Community zu arbeiten. Wir haben also eine Shared Lounge, wir haben eine coole Cafeteria, verschiedene Besprechungsräume. All das muss so eine kleine Firma sich dann nicht selber aufbauen. Plus man hat diesen Netzwerkeffekt, dass man halt mit anderen gemeinsam dort arbeitet. Angedockt haben wir dann noch ein CrossFit-Studio, gehört oder Sport ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Da muss ich mal direkt eingreifen. Ich habe dich, muss ich sagen, gestern echt gestalkt im Internet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sieht der junge Mann so sportlich aus und ich nicht. Bei mir weiß ich, warum es nicht der Fall ist. Ich habe dann gesehen, 2013 warst du auf Hawaii, hast einen Ironman mitgemacht. Ja, hilft dir das Richtung Energie oder Ausdauer, dass du die ganzen Projekte, die du hast, hilft dir das auch geschäftlich oder was war damals dahinter und was hat es heute noch mit Sport bei dir auf sich? Ja, also Sport war schon von Kind auf eine Leidenschaft. Ich habe viele Jahre Basketball gespielt, dann auch in den USA auf der Highschool Basketball gespielt. Ja, dann war auch mal ein paar Jahre Pause, Studium und all das und als ich dann wieder zurück hier nach Deutschland gekommen bin, habe ich auch sportlich irgendwie nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und Ironman, also Schwimmen, Radfahren, Laufen, hatte ich immer schon mal auf dem Schirm oder fand ich halt faszinierend. Hatte ich auch, aber nicht in den Dimensionen. Ja, ich habe dann auch irgendwie mit so einem Dorftriathlon angefangen, also mit so einer Mini-Distanz, irgendwie 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und irgendwie einen 5-Kilometer-Lauf. Und ja, das ist natürlich sehr competitive, dieser Sport. Und dann hat sich das einfach entwickelt, ne? Dass man irgendwie da vielleicht beim ersten Wettkampf schon ganz gut drauf war. Und dann über die nächsten 5 Jahre habe ich das eigentlich dann so semi-professionell gemacht und tatsächlich auch sehr viel Zeit investiert. Wie viel da bist du geworden? Weißt du das noch? Also Hawaii, die Zeit weiß ich. Also Hawaii sind ja 1800 Teilnehmer und bin dann dort irgendwie 400 oder ähnlich geworden. Respekt. War es das jetzt oder wenn du in 20 Jahren 50 bist, sagst du, da will ich nochmal sowas machen? Also ich tatsächlich nach Hawaii. Hawaii ist ja für die, die schon mal was von Triathlon gehört haben, ist das ja eigentlich immer so die Krönung des Triathleten. Man muss sich halt für das Rennen qualifizieren und weiter geht's eigentlich. Klar, man kann seine Zeit verbessern, aber ich habe tatsächlich auch direkt danach aufgehört. Weil das Trainingsvolumen, was zu dem Zeitpunkt so da war, ist irgendwie 20, 25 Stunden effektive Trainingszeit pro Woche. Also sehr zeitintensiv, der Sport. Ja, ich denke mal, wenn man ein Autohaus hat, Autojesse, dann wir kaufen ja auto.de, dann Co-Living Space und Co-Working Space, ich mit CrossFit natürlich Anbindung, sind 4 Dinge. Wie bringst du deinen Hut? Was machst du am meisten? Ich hatte bei dir im Autohaus angerufen, beziehungsweise wir kaufen eher auto.de. Die Mitarbeiter dann gut drauf und sagten, ne, bei uns ist der eigentlich gar nicht mehr, den sehen wir gar nicht, der macht eigentlich ganz andere Dinge. Wie bringst du die 4 Sachen unter einen Hut? Ja, also ich glaube, dass das Team ist halt das A und O. Also ich habe über die ganzen Jahre habe ich sehr viel in Personen investiert, habe Glück gehabt, dass ich viele junge, motivierte Personen kennenlernen durfte und an Bord holen konnte und habe immer sehr gerne halt sehr schnell Verantwortung abgegeben. Das heißt, Leute natürlich durch ein Training on the Job Programm einfach gebrieft, unsere Unternehmenskultur, unsere Prozesse und Mitarbeiter, selbst Auszubildende, bekommen sehr, sehr schnell halt Teile, kleine Verantwortungsbereiche. Und als ich dann in die USA gegangen bin, war natürlich der Plan erst so 3 bis 6 Monate, musste da natürlich noch mehr Verantwortung anwenden. Bis zu dem Zeitpunkt war ich halt operativ noch sehr stark involviert. Habe dann jemanden zum Geschäftsführer gemacht und dann sind ja aus den 6 Monaten 2 Jahre geworden. Bin dann zurückgekommen, aber da war ich in dem Autogeschäft natürlich fast so ein bisschen irgendwie obsolet, weil ich war ja vorher 2 Jahre auch nicht da. Und ja, habe also sehr viel Glück gehabt, dass wir dann wirklich ein starkes Team haben, was weiterkommen will, was sich Ziele setzt. Aber ich bin weiter für die Expansion zuständig, also einfach die Zielsetzung und die Infrastruktur zu schaffen, um da hinzukommen. Und habe dann operativ, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Team. Und in anderen Bereichen ist es genauso. Ja, dass wir einfach Leute verantwortlich gemacht haben und die entsprechend Zielvereinbarungen haben und auch am Erfolg profitieren. Den Spirit merkt man, wenn man bei dir in Imbüren zu Gast ist, muss ich sagen. Ja, Stillstand ist Rückschritt, du bist ein Macher, ganz klar. Ich würde sagen, du bist auch der Machertyp, würde sich selber auch so sehen, denke ich. Ja, also mir macht es halt Spaß, projektbasiert oder einfach Dinge auszuprobieren, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Ja, das entspricht zu meiner Persönlichkeit eigentlich ganz gut, dass ich könnte, glaube ich, nicht ein Kerngeschäft über 20, 30 Jahre halt immer das Gleiche nur
nur operativ verwalten, in Anführungsstrichen. Also mir macht es Spaß, halt in neue Themen einzusteigen, neue Dinge aufzubauen und selber einfach auch zu lernen. Ne? Sprung ins kalte Wasser, um sich einfach weiterzuentwickeln. Ja, kommt die spannende Schlussfrage als Meister der Transformation. Ich weiß nicht, ob du in 2 Jahren, ob wir so weit sind, dass du eine Fahrten zum Mond anbietest, wie Elon Musk. Worüber reden wir, wenn wir uns in 2 Jahren hier wieder treffen? Ja, gute Frage. Das ist natürlich Glaskugel, aber ich glaube, die Chancen, also Corona, was jetzt natürlich alle so ein bisschen auf dem Schirm hatten, hat auch sicherlich eine Menge Probleme gemacht, aber ich glaube, es entstehen halt Riesenchancen oder sind auch aktuell Riesenchancen halt da in unterschiedlichen Feldern, also unterschiedliche Nischen. Ich glaube, die muss man einfach finden. Also die Chancen sind einfach unglaublich. Es ist eher so, dass es ein organisatorisches Thema ist, die richtigen Leute fürs Team zu gewinnen, um die Dinge entsprechend gemeinsam umzusetzen. Aber an Chancen mangelt es halt im Moment nicht. Man muss wirklich diese halt nur ergreifen, umsetzen, starten, machen, im Zweifelsfall auch lernen, wenn Dinge nicht funktionieren. Aber es ist wirklich so dieses Try-and-Error-Spiel und einfach diesen ersten Schritt zu gehen und Dinge anzugehen. Du bist auch Motivator, dir glaubt man's und ich glaube es ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was die nächsten Chancen sind, die du angehst, die du machst. Ganz lieben Dank für deinen Besuch heute, für deine Zeit und für die schönen Einblicke Digitalisierung Made in Münsterland, erfolgreich. Vielen Dank, Carlo Jesse, und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder teilt und liked und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Euer Wessi, vielen Dank.